Herzlich willkommen bei ProChrist aus dem Hohen Staufensaal in Annweiler am Trifels am südlichen Pfälzerwald mit Anke Westphal und Klaus Göttler. Unser Thema heute: Was hält mich, wenn ich leide? Herzlich willkommen bei ProChrist Live in Annweiler. Heute geht es um die wohl bewegendste Frage: Was hält mich, wenn ich leide? Wir wollen uns dieser Frage musikalisch, nachdenklich und persönlich nähern. Schön, dass Sie da sind. Wenn ich das Wort Leid höre, dann denke ich an Rettungshunde, die in Erdbebentrümmern Verschüttete suchen. Ich denke an schwere Verkehrsunfälle und an liebe Menschen, die an schweren Krankheiten leiden oder viel zu früh gestorben sind. Bei mir steht Klaus Göttler. Er ist Dozent an der Evangelistenschule Johanneum. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Klaus, was geht dir durch den Kopf und durchs Herz, wenn du an das Thema Leid denkst? Mir geht durch den Kopf, dass ich dieses Thema am liebsten rein theoretisch abhandeln würde, aber einfach selber viele Erfahrungen mache, die mit Leid zusammenhängen. Ich denke an einen schweren Autounfall, den ich hatte, als ich frontal auf einen LKW geprallt bin. Oder denke an Menschen in meinem Umfeld, die gestorben sind und unsägliches Leid tragen müssen. Das ist etwas, ja, das geht mir nahe und ich habe manchmal den Eindruck, je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge. Es ist einfach ein Thema, an dem wir nicht vorbeikommen. Und wir freuen uns, dass wir heute noch mehr davon von dir hören und sind da sehr gespannt drauf. Dankeschön. Wie versprochen, wollen wir uns dem Thema auch musikalisch nähern und dafür ist heute extra Eddie Gaunt angereist.
Er ist normalerweise mit einem festen Engagement am Badischen Staatstheater Karlsruhe, aber er hat nicht nur in 70 verschiedenen Rollen in Musicals, Operetten und Opern mitgespielt, sondern auch 2008 als erster Amerikaner die Nationalhymne, die deutsche Nationalhymne bei der EM gesungen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Unser Gast heute Abend ist Lothar Richter. Schön, dass du da bist. Er ist Ergotherapeut in der forensischen Psychiatrie in der Südpfalz und ich freue mich mit dir heute über dein Leben zu reden. Lothar, wir wollen früh anfangen in deinem Leben. Wir könnten vieles aus deinem Leben erzählen. Wir wollen anfangen mit, als du das erste Mal geheiratet hast, mit 22 Jahren, weil deine Freundin schwanger war. Und leider musstest du dann ein Jahr nach der Hochzeit feststellen, dass das Kind nicht von dir war. Welche Gedanken gehen dir da durch den Kopf? Es waren weniger die Gedanken als, ja schon Gedanken auch, verlassen zu werden, allein zu sein. Ich fand keine Hilfe, aber sehr viel Wut und Ärger und Zorn über die Situation. Ich hatte mein Studium aufgegeben, nahm Vordiplom, um da die Ehe einzugehen und war selbstständig gewesen. Es ist alles weggeschwommen. Ich hatte niemanden, der mir geholfen hat. Ich habe dann versucht, ich komme von der Mittelmosel, ich habe versucht dann, meinen Schmerz zu ertränken im Alkohol. Ich kam dann in den Teufelskreis der Sucht rein und habe wirklich 10 Jahre durchgehend gesoffen. Das ist so. Nach 10 Jahren
bist du wieder trocken gewesen und bist in einen Hauskreis gegangen, also in eine kleine Gruppe, die sich in der Kirche oder von der Kirche getroffen hat, die gemeinsam Bibel lesen und beten. Was hat sich da in dir bewegt? Es war für mich eine Sehnsucht da, als ich trocken war. Ich habe viele Dinge, die ich früher gelebt habe, Sex and Drugs und Rock'n'Roll, aufgegeben und habe ein neues Leben angefangen. Und es hat was gefehlt in diesem Leben. Das habe ich gespürt und gemerkt. Und ich habe das dankbar angenommen, in den Hauskreis zu kommen. Ich wurde eingeladen und das war, da bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe gebetet und wir haben gesungen und mir wurde vieles verständlich gemacht, warum Jesus da ist und was er für uns getan hat und wie ich mit ihm leben kann, ja. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du dich 35 Jahre später mit deiner Frau wieder oder Ex-Frau wieder versöhnen konntest. Ja, das war sehr erstaunlich gewesen. Ich hatte das Bedürfnis gehabt, mich zu versöhnen mit dieser Frau aus der ersten Ehe. Und ich habe dann ihre Adresse ausfindig gemacht und gesagt, komm, wir treffen uns und ich möchte mich gern versöhnen mit dir. Und das hat sie auch, war sie mit dabei und wir haben uns dann getroffen. Ich fahre gerne Fahrrad, habe dann eine Woche Radtour gemacht an die Mosel. Wir haben uns da wieder getroffen und wir haben uns wirklich ein gutes Gespräch. Wir haben uns entschuldet oder versöhnt auch und es war schön. Dann hat sie mich eingeladen und hat gesagt, am nächsten Tag, meine Mutter wird 80, wir haben eine schöne Jugendschulvilla an der Mosel, komm doch mit. Ich habe meine Schwestern und meinen Bruder gefragt, die hat drei Schwestern gehabt. Ich bin dann eingeladen worden, bin dann dahin und habe die Leute gesehen. Das heißt, es waren früher schöne junge Frauen gewesen. Ich habe sie 35 Jahre später gesehen. Das ist wie im Film gewesen. Man hat immer noch das Bild von der ursprünglichen Zeit und dann kommt man plötzlich hin und die Leute sind alle 35 Jahre älter. Also es war irre. Es war eine gute Begegnung und es war auch dieser Sohn da gewesen, der ja mittlerweile 40 Jahre alt ist. Das heißt, einiges hat sich verändert. Du bist Christ geworden und dann könnte man ja meinen, jetzt wo du Christ warst und das alles hinter dich gebracht hast, hat sich alles verändert. Du hast wieder geheiratet und man könnte meinen, jetzt war alles gut. Ja, ich habe eine 18 Jahre jüngere Frau geheiratet. Ich habe 2000 einen Tumor gehabt, einen bösartigen Tumor. Und als ich gesund wurde, dann hat mich eine Freundin gefragt, du müsstest es deiner ersten Ehe vielleicht nochmal alles besser machen. Du bist ein Mann, du brauchst eine Frau. Und zufällig hat diese Frau, die ich in der Ausbildung kennengelernt habe, hat sich dann auch gemeldet bei mir. Und so sind wir wieder zusammengekommen. Ein halbes Jahr später waren wir verheiratet. Und es war sehr schön gewesen. Wir waren beide in einem Hauskreis gewesen. Ja, war schön. Wir haben ein altes Haus gekauft und dann ist sie 2007, also 6 Jahre später ist sie erkrankt, psychisch erkrankt und das war schwierig gewesen. Ich bin natürlich vom Fach und habe sie begleitet auch, aber die Situation wurde immer eskalierender. Sehr viele Bedingungen hat sie geschaffen, die mir das Leben nicht mehr ermöglicht haben, im Haus zu sein. Ich durfte noch zu gewissen Zeit im Haus sein. Ich durfte nicht mehr kochen. Es war sehr viel Krach und es war dann auch viel Gewalt in der Beziehung mit rausschmiss und alles. Und ich musste alles erdulden. Es war eine Zeit, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum, ich habe Gott gefragt, Jesus gefragt, warum muss ich ich will in dieser Ehe alles wesentlich besser machen als in der ersten Ehe. Warum passiert mir das? Und ich habe mit Jesus gesprochen. Was hat dich durch diese Zeit getragen? Du hast mir da verschiedene Sachen erzählt. Was hat dich da durch diese Zeit getragen? Es gab keine Lösung dafür. Also ich habe um Lösungen gesucht und gefragt danach. Ich habe aber keine Lösung selbst gefunden und auch keine Angebote bekommen. Aber ich bin getragen worden. Also ich habe gemerkt, dass mich Jesus durch diese Situation trägt, emotional trägt und ich einfach gut aufgehoben bin. Und das hat mir Stabilität verliehen, dass ich da auch drin bleiben durfte. Und die andere Seite ist, dass mir auch meine Arbeit sehr viel Freude bereitet und ich konnte einen Ausgleich schaffen. Also Wie hast du das gemerkt, dass Jesus da durchträgt, dass Gott dein Halt ist? Das ist eine emotionale Geschichte. Meine Beziehung zu Jesus wurde immer dichter und näher. Das heißt, ich habe die Bedingungen, die mir das Leben bieten, habe ich an sich abgelassen und ich habe mich nur als purer Mensch hingestellt und gesagt, Jesus, ich bin da und ich schaffe das nicht alleine und du musst es machen für mich, du musst mich tragen. Das hat er auch gemacht, bis ich die Möglichkeit gefunden habe, aus der Situation rauszugehen, die Verantwortung abzugeben. Er hat sie übernommen und ich bin rausgegangen und mittlerweile sind wir geschieden. Es ist jetzt 3 Jahre, 4 Jahre her und ich bin einfach wieder am Aufleben und habe auch eine neue Gemeinde gefunden und lebe einfach und es geht mir gut.
Dankeschön, Lothar, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Was Lothar erzählt hat, hören wir auch im nächsten Lied nochmal musikalisch verarbeitet. In Christus ist mein ganzer Halt von Eddie Gaunt und Lena Belgardt. Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, Sicherheit durch Sturm und Wind. Wer liebt wie er, nimmt meine Angst, bringt Frieden mir. Im Kampf, mein Trost ist er in allen Leid. In seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren. Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn in stille Grab, dunkle erfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht durch Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr. Denn ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Erscheint in Herrlichkeit.
Es ist vermutlich die am meisten gestellte Frage der Menschheitsgeschichte. Warum? Warum das Leid? Und warum lässt Gott das Leid zu? Manchmal ist es weit weg und wir hören vielleicht nur davon, wenn wir Nachrichten schauen, so wie kürzlich dieses Flugzeug, das in Äthiopien abgestürzt ist. Eine Nachricht, die irgendwie weit weg ist, aber manchmal kommt das auf einmal auch ganz nahe. Mir ging es so, als ich ein paar Tage später auf einmal eine Nachricht bekam, dass in diesem Flugzeug ein Mensch saß, den ich kannte, ein Pfarrer, mit dem ich zu tun hatte, und der eben auf dem Weg zu einer UN-Konferenz war und in diesem Flugzeug gestorben ist. Und plötzlich ist das, was auf einmal so weit weg war, sehr nahe. Und so geht es uns mit manchen anderen Erlebnissen, die wir haben. Das Leid kommt uns nahe und kein Mensch kommt drumherum. Uns hat unser Kinderarzt gesagt, als wir Kinder bekommen haben und wie das so üblich ist, die natürlich alle Krankheiten durchgemacht haben, die ein Kind so hat. Und als wir dann mal wieder dort saßen, dann hat er uns gesagt, wissen Sie was, stellen Sie sich drauf ein, 80% des Lebens besteht aus Leiden. Das fanden wir eine gigantische Ermutigung als junge Eltern. Aber natürlich, ob es die Prozentzahl ist, aber natürlich, es ist ein Thema, kein Mensch kommt drumherum. Irgendwo betrifft es uns vielleicht ganz existenziell persönlich, vielleicht auch irgendwo in meinem Umfeld. Und Leid hat ja ganz viele Gesichter. Es gibt ja ganz unterschiedliche Facetten von Leid. Natürlich Krankheit, der Tod, das sind natürlich ganz krasse Erlebnisse. Aber manchmal ist es auch die Überforderung, vielleicht die verhauene Mathearbeit, die mir irgendwie zusetzt. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal sind es vielleicht kleinere Sachen und trotzdem haben sie etwas mit Leiden zu tun. Es ist eine akute Frage. Warum? Warum lässt Gott das Leid zu? Und die Frage, was trägt mich eigentlich, wenn ich Leiden erlebe und wenn ich selbst leide? Was hält mich? Was trägt mich? Es ist sehr interessant, dass diese Fragen und diese eine Frage, warum lässt Gott es zu, dass diese Frage sogar von manchen Atheisten gestellt wird? Wenn das Leid irgendwie übermächtig wird, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist und dann gibt es Menschen, die eigentlich mit Gott gar nichts zu tun haben. Aber dann stellen sie diese Frage, warum lässt Gott das zu? Denn irgendeinen Schuldigen muss es ja geben. Für dieses ganze Elend, das wir in der Welt erleben. Ich habe selten erlebt und selten gehört, dass ein Lottogewinner gesagt hat, warum gerade ich? Warum? Oder dass jemand vielleicht gesagt hat, heute ist so ein schöner Tag, warum? Und diese Frage stellt sich für uns, diese Frage nach Gott, oft erst, wenn diese Frage nach dem Leid aufkommt. Ansonsten denken wir, kriegen wir alles ja selbst in den Griff. Und interessanterweise ist plötzlich Gott ein Thema, auch wenn er sonst in meinem Leben vielleicht gar nicht da ist. Man kann diese Frage nach dem Leid ja sehr, sehr unterschiedlich stellen. Man kann sie stellen aus einer tiefen Betroffenheit. Dass man die Welt und dass man Gott nicht mehr versteht und sagt, was soll das? Warum? Und dann ist das eine zutiefst berechtigte Frage. Man kann diese Frage aber auch stellen mit kühlem Verstand, um sozusagen Gott intellektuell den Prozess zu machen. Gott, erklär dich. Warum machst du das? Warum dieses Elend? Wenn du Gott bist, dann musst du die Sache doch ein bisschen besser im Griff haben. Man versucht, Gott intellektuell den Prozess zu machen. Und Gott sitzt auf der Anklagebank. Und wir Menschen, wir sind sozusagen Ankläger, Staatsanwalt, Verteidiger und alles zugleich. Und wir sagen Gott, und jetzt erklär dich. Und wenn du dich erklären kannst, dann hast du vielleicht eine Chance. Aber wenn du dich nicht erklären kannst, dann müssen wir dich zum Tode verurteilen, zur Nichtexistenz. Also erklär dich bitte, warum dieses Leid? Und entweder Gott, du kannst das Leid nicht eindämmen und dann bist du mangels Allmacht disqualifiziert, oder du willst es nicht eindämmen und dann bist du mangels Liebe disqualifiziert.
Natürlich sind wir Menschen wohlwollende Richter. Wenn Gott sich erklären kann, dann kann er eventuell mit einem Freispruch rechnen. Es gibt auch Menschen, die versuchen, Gott in Schutz zu nehmen. Und die sagen diese Frage, warum, das kann man so nicht stellen. Die fragen dann anders und die sagen, stell doch diese Frage, wozu ist das Leid gut? Also sie versuchen, das Leid pädagogisch zu erklären. Das macht meines Erachtens die Sache nicht besser. Also es geht nicht darum, dass wir Gott jetzt in Schutz nehmen. Oder manche fragen dann vielleicht auch und sagen, womit habe ich das verdient? Also irgendwie ist es sozusagen meine eigene Schuld und jetzt muss ich eben bestraft werden. Das Problem an der Stelle ist, dass das Setting bleibt. Wir Menschen bleiben sozusagen in der Verteidigerposition und Gott bleibt auf der Anklagebank. Das heißt, Gott spielt vielleicht die erste Geige, aber wir bleiben der Dirigent und wir weisen Gott seinen Platz zu. Ich möchte diese Frage einfach ein bisschen nachgehen und wir kommen nachher nochmal auch auf das Existenzielle, das uns betrifft. Aber es ist gut, bei dieser Frage vielleicht auch uns etwas von der persönlichen Betroffenheit zu lösen und mal zu schauen, was steckt da eigentlich drin und was kann wirklich hilfreich sein. Ich möchte heute Abend einfach mal einige Gegenfragen stellen. Fragen, die uns vielleicht helfen können, dieses Thema noch etwas anders zu sehen. Die erste Frage ist, mit welchem Recht beanspruchen wir eigentlich Glück und Gesundheit als Normalzustand? Wenn ich das richtig sehe, dann ist das eigentlich biologisch der unwahrscheinlichste Zustand, dass ein Mensch vollständig gesund wird. Sondern eigentlich ist das Normale, dass irgendetwas nicht funktioniert. Also mit welchem Recht beanspruchen wir, dass das das Normale ist? Oder eine zweite Frage. Natürlich kann man ja auch mal fragen, wer verursacht eigentlich viel von dem Leid, das wir in dieser Welt erleben? Ist es nicht manchmal auch sehr hausgemacht, sehr menschengemacht, dass wir nicht das, was wir fabrizieren, einfach Gott in die Schuhe schieben? Also sind wir da nicht irgendwie eigentlich mittendrin in dieser ganzen Problematik? Und das ist ja die Schwierigkeit, dass wir manchmal gar nicht mehr durchsteigen können, wie unsere Anteile sind. Und wo wir eben nicht nur Opfer sind, sondern wo wir vielleicht Täter sind und Urheber des Leides in dieser Welt. Und noch eine andere Frage. Was wäre eigentlich, wenn Gott das Leiden nicht zulassen würde? Wie wäre das? Dann würde jede Straftat, jede Sache sofort im Gedanken schon erstickt. Das heißt, wir wären eigentlich Marionetten. Ich weiß nicht, ob das für uns das Bild ist, das wir uns vorstellen. Und an dieser Stelle hat Gott ein großes Problem. Denn Gott ist Liebe. Und irgendjemand hat mal gesagt, man kann das Lied der Freiheit nicht auf einem Instrument der Gewalt spielen. Das heißt, ich kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Liebe kann nicht zwingen. Und deshalb lässt uns Gott die Freiheit. Und diese Freiheit bringt es mit sich, dass wir sie missbrauchen. Und dann noch eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Welche Antwort erwarten wir eigentlich von Gott? Gibt es eine Antwort, die Gott uns geben könnte? Und dann sagen wir, ach Gott, jetzt wo du es erklärst, jetzt leide ich gerne. Gibt es irgendeine Antwort, die uns zufriedenstellen würde? Nein, wir wollen nicht leiden und wir wollen kein Leid erleben. Das ist nicht das, was wir wollen. Und selbst eine Erklärung dafür würde die Sache wahrscheinlich gar nicht viel besser machen. Also was erwarten wir? Erwarten wir, dass wir Einblicke in die Geheimnisse Gottes bekommen, dass wir Gott Nachhilfe geben und sagen, Gott, also jetzt sage ich dir mal, wie das mit der Welt funktioniert. Es gibt einen, finde ich, wunderbaren Film zu diesem Thema und dieser Film heißt Bruce Allmächtig. Manche haben ihn vielleicht gesehen. Bruce ist ein durchschnittlich erfolgreicher Journalist. Und er ist irgendwie, so ist sein Eindruck, vom Pech verfolgt. Also wenn irgendwo eine Pfütze ist, er tritt garantiert hinein. Und immer stellt er diese Frage, Gott, warum? Und dann eines Tages, als es wieder so weit ist,
Da bekommt er plötzlich eine Nachricht auf sein Handy. Und dann meldet sich auf seinem Handy Gott und sagt, wir müssen reden, wir treffen uns dort und dort bei dieser Adresse. Und dann geht dieser Journalist Bruce dorthin und dann begegnet er Gott. Und Gott sagt, ich habe gehört, du bist nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Ich würde es jetzt einfach gerne so machen, ich überlasse dir all meine Fähigkeiten und ich würde einfach mal 3 Wochen in Urlaub gehen. Und Bruce ist natürlich am Anfang total begeistert, weil er mit allen Fähigkeiten Gottes ausgestattet ist. Er kann die Tomatensuppe teilen wie das Rote Meer. Er kann über Pfützen gehen und muss nicht mehr nass werden. Und er ist völlig begeistert. Aber dann, eines Nachts, hört er auf einmal Stimmen. Viele Stimmen, ein Stimmengewirr im Kopf. Und dann trifft er sich mit Gott und fragt Gott, sag mal, was sind das für Stimmen in meinem Kopf? Und dann sagt Gott, ach, das sind Gebete. Und Bruce ist etwas überfordert und sagt, wie, das sind die Gebete der Menschheit? Und Gott sagt, nein, nein, nur aus diesem Straßenzug. Und so langsam wird Bruce ein bisschen schleierhaft und er überlegt, wie komme ich jetzt damit klar? Und dann hat er die zündende Idee, er macht alle Gebete zu E-Mails, markiert sie alle und drückt Ja. Also jedes Gebet wird sofort erfüllt und somit müssen doch alle glücklich sein. Das Problem ist, alle, die im Lotto auf 6 Richtige getippt haben und darum gebetet haben, dass es wirklich so kommt, die kriegen alle ihre 6 Richtigen. Das heißt, dass damit der Gewinn bei diesen 6 Richtigen bei $18 liegt. Das führt zu einem riesigen Aufstand. Es ist eine Katastrophe, ja. Und Bruce merkt, er ist völlig überfordert. Und irgendwann kommt er an diesen Punkt und sagt, Gott, ich komme nicht mehr klar. Sei du wieder Gott. Ich bin heillos überfordert mit dieser Aufgabe. Sind wir Gottes Ratgeber? Haben wir es besser im Griff? Sind die Menschen glücklich, wenn wir alle ihre Wünsche berücksichtigen? Wäre das die Lösung, dass Gott einfach überall sagt, ja? Ich stelle mir das vor wie in einer Vater-Kind-Beziehung. Wenn ich meinen Kindern alle Wünsche erfüllt hätte, die sie an mich hatten, dann wären sie schon mit 3 Jahren an einer Überdosis Zucker gestorben. Sie hätten sich mit Schokolade umgebracht. Also manchmal ist es ja auch Liebe, einen Wunsch nicht zu erfüllen. Manchmal ist es Liebe, eben anders zu handeln. Ob das ein Kind in dem Moment versteht, das wage ich zu bezweifeln. Aber manchmal ist es so. Manchmal ist es eben auch Liebe, dass jemand anders handelt. Noch eine Frage. Warum sollte uns Gott eigentlich helfen? Sind wir besonders liebenswert? Sind wir besonders tolle Menschen? Sind wir würdig? Ist es Gottes Pflicht, uns zu helfen? Im ersten Teil der Bibel im Alten Testament, da steht einmal, dass Gott sagt, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Was haben wir verdient? Auch dazu stehen in der Bibel sehr deutliche Worte. Also das, was wir so fabrizieren, das hat nicht den Schulterklopfer verdient, sondern oft genug das Gegenteil. An einer Stelle im Neuen Testament, da steht es mal, dass die Folge dessen, was wir tun, der Tod ist. Also mit welchem Recht stellen wir eigentlich die Fragen an Gott? Gott stellt Fragen an uns. Wir haben uns vor Gott zu rechtfertigen, nicht Gott vor uns. Das sind einfach mal so unterschiedliche Fragen, die uns vielleicht helfen, dieses Thema noch mal ein bisschen in ein anderes Licht zu rücken. Aber das Schöne an dieser Stelle ist ja auch, dass Gott das nicht einfach so stehen lässt und sagt, so und jetzt kannst du gucken, wie du klarkommst. Sondern Gott startet eine Hilfsaktion, weil Gott das Leid dieser Welt nicht kalt lässt. Es ist ja nicht so, dass Gott jetzt im Himmel sitzt, sozusagen in einer Art Reality-TV und dann sich durch die Welt zappt und sich freut, wenn irgendwo wieder ein Schiff untergegangen ist. Sondern Gott leidet. Er leidet am Leid der Welt. Er leidet an meinem Leiden. Und er startet eine Hilfsaktion und er kommt in diese Welt in Gestalt eines kleinen Kindes. Und dieses Kind heißt Gott hilft.
Jeschua, Gott rettet, Jesus. Und der Name dieses Kindes ist auch sein Programm. Gott hilft, ständig, an vielen Stellen unbemerkt. Ich habe vorher erzählt, ich hatte einen Autounfall. Frontal mit einem LKW zusammengestoßen in einer Kurve. Und alle waren sehr fröhlich zu mir, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, weil alle gesagt haben, sie hätten nicht gedacht, dass das jemand überlebt. Und in dieser Kurve stand ein Schild, ein Wegweiser, und auf diesem Wegweiser stand Friedhof. Und das war für mich so ein kleines Zeichen, dass ich dachte, wow, Jesus, danke. Du hast mir mein Leben nochmal geschenkt. Es hätte alles ganz anders ausgehen können. Und es gibt viele dieser Erfahrungen, die wir machen, wo wir vielleicht ganz selbstverständlich nehmen. Mich hat ein Erlebnis tief geprägt, als ich als Kind mit meiner Oma unterwegs war. Und dann wollten wir über eine Straße gehen und irgendwie war ich etwas schnell und ich habe nicht gesehen, dass da Autos gefahren sind. Und dann konnten die Autos gerade noch bremsen, sonst wäre ich überfahren worden. Und was hat meine Großmutter gemacht? Sie ist mit mir in die nächste Kirche gegangen und sie hat Gott gedankt für die Bewahrung. Das hat mich sehr bewegt und ich habe erst viel später dran gedacht, wie oft danken wir Gott für das, was wir Gutes in unserem Leben empfangen. Wie gesagt, Gott sieht unser Leiden und Gott sieht unsere Nöte. Aber es ist ja auch interessant, welche Nöte hält eigentlich Gott für die wichtigsten, für die wesentlichsten? Bei uns ist das auf die Frage nach dem Leiden konzentriert. Es gibt eine sehr interessante Geschichte in der Bibel und ich möchte einfach mal ein paar Verse im O-Ton lesen, im Originalton der Bibel, im Markus-Evangelium im Neuen Testament. Und da wird uns eine Geschichte erzählt, eine Begegnung von Jesus mit verschiedenen Menschen. Und da heißt es, ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück, das ist im Norden von Israel, ein kleines Dorf. Und es sprach sie herum, dass er wieder zu Hause war. Und es strömen sehr viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Und deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Und sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Und Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Und er sagte zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann der so etwas tun? Das ist Gotteslästerung. Niemand kann allein Schuld vergeben als Gott. Und Jesus wusste sofort, was sie dachten, und er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist denn einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass ich von Gott die Vollmacht habe, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Und deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er stand auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Und alle sahen es. Es ist eine merkwürdige Geschichte. Erstmal ist es interessant, wie die 4 Freunde zu Jesus vorstoßen. Aber dann, als sie endlich bei Jesus sind, und dann heißt es, und Jesus sah ihren Glauben, dann sollte man doch denken, dass Jesus mit all seinen Möglichkeiten jetzt sagt so, und jetzt mache ich diesen Menschen heil. Jetzt nehme ich das Leid von diesem Menschen. Und was sagt Jesus? Mein Sohn, mein Kind, deine Sünden, deine Schuld ist dir vergeben. Und da könnte man doch sagen, das ist doch so typisch Kirche. Da hat ein Mensch echte Probleme, und dann kommt das sozusagen in die Kirche und die reden dann von der Sünde. Was ist das für eine Geschichte? Aber wenn Jesus das tut, dann muss es einen Grund haben. Und offensichtlich
ist das in den Augen von Jesus die größere Not, dass dieser Mensch sündig ist, dass dieser Mensch schuldig geworden ist und dass dieser Mensch offensichtlich von Gott getrennt war. Die Leute hatten andere Erwartungen und wir hätten auch andere Erwartungen. Wir würden sagen, Jesus, jetzt mach doch diesen Menschen gesund. Schenk doch, dass er heil wird. Und stattdessen redet Jesus von der Sünde. Aber wichtig an dieser Geschichte ist auch, dass er etwas sagt, bevor er auf dieses Thema zu sprechen kommt. Er sagt, mein Kind. Jesus sieht diesen gelähmten Menschen und er sagt, du gehörst zu mir, mein Kind. Und warum redet er dann von der Sünde? Weil Jesus die größte Not im Leben dieses Menschen sieht, die Trennung von Gott. Bei Sünde geht es ja nicht darum, dass jemand ein bisschen viel Schokolade isst, sondern es geht um diese Trennung von Gott, dass wir mit Gott nicht mehr zusammen sind. Und das ist doch eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, auch im Leiden, dass wir völlig auf uns gestellt sind. Gerade da ist es doch so wichtig, dass wir eine Ansprechadresse haben, dass wir irgendwo hingehen können mit unseren Fragen, mit unserem Zorn, mit unseren Nöten, die wir haben. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Operation. Und kurz davor habe ich mit einem Menschen gesprochen, der sehr viele Operationen und sehr viel Leid erlebt hat. Und dann hat er mir erzählt, dass er bei seiner Beerdigung dieses Lied »In Christus ist mein ganzer Halt« gerne gespielt haben möchte, weil ihm das so geholfen hat in all seinem Leiden. Und es hat mich gefreut, dieses Lied vorher zu hören. Und als ich da auf dem OP-Tisch lag und gewartet habe, bis ich dann eingeschläfert werde, da habe ich dieses Lied auf einmal im Kopf gehabt. Und es hat mich so ruhig gemacht. »In Christus ist mein ganzer Halt«. Was trägt mich? Und was hält mich, auch im Leiden? Und dieses Lied war für mich eine Antwort. Christus ist mein Halt. Jesus ist mein Halt. Das hält. Und ich bin so froh, dass ich Gott diese Frage nach dem Warum an den Kopf knallen kann. Dass ich eine Adresse habe. Wenn Gott nicht da wäre, wem sollte ich denn diese Frage bitte schön stellen? Einfach irgendwo ins Weltall brüllen. Wer würde denn überhaupt hören? Für wen wäre diese Frage interessant? Aber da ist einer, der sagt, mein geliebtes Kind. Und das ist meine Hoffnung, auch im Leiden, auch da, wo es hart kommt, auch da, wo es schwierig ist. Und das Besondere ist ja, dass Jesus nicht einfach nur in der Theorie über Leiden spricht, sondern Jesus hat es selbst durchgemacht. Jesus weiß sehr gut, wovon er spricht. Denn Jesus hat Leid erlebt in der übelsten Form und es lässt ihn nicht kalt und er schaut nicht weg, sondern er hat es selbst durchlitten und er hat es unschuldig durchlitten. Es gibt ja diesen Spruch im Fußball, grau ist alle Theorie, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und um dieses Bild mal zu nehmen, Jesus ist nicht der Trainer, der im maßgeschneiderten Anzug am Spielfeld dran steht. Sondern Jesus ist sozusagen der Spielertrainer, der sich ins Feld begibt und der sich aufopfert und der selbst durchlebt und durchleidet. Und am allerdeutlichsten wird dieses Leiden am Kreuz. Als Jesus da am Kreuz hängt und die übelsten Qualen durchleidet und er tut es nicht einfach so, sondern er tut es für uns. Weil Gott sich an dieser Stelle festnagelt auf uns und er selbst schreit diese Frage am Kreuz raus und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Jesus selbst schreit diese Frage in den Raum. Jesus war vielleicht der einzige Gottverlassene. Er hat diese Gottverlassenheit erlebt am Kreuz, damit wir sie nicht erleben müssen. Und kein Mensch ist von Gott verlassen. Sondern Gott ist da und Gott sieht mich und Gott spricht mein Kind. Die Leute damals hatten eine Antenne für das, was wirklich wichtig ist. Und da sind ja dann diese Gelehrten und die sagen, ja hey, was macht denn der hier? Der vergibt Sünden, das kann doch niemand außer Gott.
Also ist er ein Gotteslästerer. Und Jesus sagt ja, hey, ich sehe, was ihr denkt, aber was denkt ihr, was ist einfacher? Wenn ich jetzt uns fragen würde, dann würden wir wahrscheinlich sagen, naja, die Geschichte mit der Heilung scheint ein bisschen aufwendiger zu sein. Die Sache mit der Sündenvergebung kann man ja nicht so richtig nachweisen. Aber die Leute wussten ganz genau, nein, es ist anders. Sünden vergeben, das kann nur Gott. Das ist Gottes Sache. Das kann kein Arzt, kein Psychologe, das kann nur Gott. Und deshalb sind die Leute empört und sagen, du willst doch wohl nicht behaupten, dass du Gott bist. Aber genau das ist es. Jesus, der Sohn Gottes, der die Sünde auf sich nimmt, der die Schuld auf sich nimmt, damit wir mit ihm ins Reine kommen, damit wir ihm in die Augen schauen können und damit wir eine Adresse haben, wo wir diese Frage stellen können. Es ist müßig, diese Frage zu stellen und eine Antwort zu suchen. Es ist wahrscheinlich die Frage, die wir in dieser Welt nicht wirklich beantwortet bekommen. Es ist eine Frage, die ich Jesus stellen möchte, wenn ich irgendwann mal bei ihm bin. Aber vielleicht habe ich dann diese Frage nicht mehr, weil andere Dinge wichtiger geworden sind. Aber eins weiß ich gewiss, dass Jesus nicht mit uns spielt, dass wir kein Experiment Gottes sind und er mit uns spielt und mit unserem Leiden, sondern dass er im Leiden da ist und dass er uns trägt, auch da, wo es knüppeldick kommt. Und er sagt selber auch einmal, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Jesus Christus, wie sollte er mit ihm nicht alles schenken? Als wenn er seinen eigenen Sohn hergibt in den Tod, das, was ihm so lieb und teuer ist. Warum sollte er uns etwas vorenthalten? Warum sollte er mit uns spielen? Ich glaube, dass das unsere Chance ist, mit dieser Frage und mit unserem Leid zu Jesus zu kommen und zu erleben, Gott trägt und erhält. Manchmal könnte ich an Gott verzweifeln. Manchmal verstehe ich ihn nicht. Manchmal blicke ich überhaupt nicht durch. Aber dann überlege ich wieder und sage, wer bitteschön sollte mir denn sonst helfen? Zu wem soll ich denn sonst gehen? Er ist die einzige Adresse und ich bin auf Gott geworfen. Und deshalb würde ich eben nicht sagen, dieses Credo, das viele Menschen haben, naja, Hauptsache gesund, das hören wir ja öfters. Nein, Hauptsache Jesus. Hauptsache Jesus ist in meinem Leben. Und er führt mich und er trägt mich da, wo es gut ist und wo es schön ist, aber auch da, wo es schwierig wird. Die Hilfe in so einer Situation kann sehr unterschiedlich aussehen. Wir hatten mal vor einigen Jahren eine ähnliche Veranstaltung mit Jugendlichen und dann haben wir danach einen Brief bekommen. Es war der Brief von Eltern und die haben uns geschrieben und sie waren selbst keine Christen. Sie haben uns von ihrem 13-jährigen Sohn geschrieben und dieser Sohn war in dieser Veranstaltung. Und ähnlich wie wir es heute tun und in diesen Tagen, haben wir eingeladen am Schluss zu einer persönlichen Antwort, um Gott einzuladen ins Leben. Und dann haben sie erzählt, ihr Sohn hatte schwer Krebs und ihr Sohn hatte nur noch wenige Zeit zu leben. Aber sie haben erzählt, dass ihr Sohn an einem dieser Abende genau das getan hat. Er ist dorthin gekommen und er hat Jesus eingeladen in sein Leben. Und sie haben gesagt, die Woche, die sie miteinander erlebt haben, war unglaublich bewegend. Und nach einer Woche ist er gestorben. Und sie haben gesagt, und sie waren keine Christen, sie haben gesagt, er ist mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben. Gott hilft unterschiedlich. Manchmal heilt Gott durch den Tod. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Aber es sieht unterschiedlich aus. Und deshalb ist es so wichtig, diese Perspektive zu haben über den Tod hinaus. Als die Frau des bekannten Predigers Billy Graham gestorben ist, da hat sie auf ihren Grabstein meißeln lassen, End of Construction, Ende der Baustelle. Und sie wollte damit deutlich machen, jetzt ist das Leben erfüllt und all das, was uns das Leben so schwer macht, all das, was nicht gelingt, all das ist jetzt nicht mehr, sondern ich bin jetzt bei Gott und da nimmt auch die Frage nach dem Leid ein Ende. Gott ist da, Gott ist da. Trägt. Und es ist so wichtig, dass wir Gott in unserem Leben haben. Und deshalb machen wir diese Abende. Und deshalb gibt es diesen Abend heute. Und ich lade Sie herzlich ein, dass Sie diese Frage für sich klären. Ja, vielleicht haben Sie die Frage irgendwann mal geklärt. Vielleicht sagen Sie auch, nee, das ist mir alles bisher fremd. Und vielleicht merken Sie, hey, Gott ist an mir dran.
Und dann ist heute Abend die Möglichkeit, das konkret zu machen, indem Sie ein Gebet sprechen. Dieses Gebet, das finden Sie in diesem kleinen Programmheft und auf der Leinwand. Ich lese es einmal und dann wird die Band ein Lied spielen. Und das gibt Ihnen die Gelegenheit, dieses Gebet einfach nochmal für sich durchzulesen und zu überlegen, könnte das mein Gebet sein heute Abend? Ein Gebet, mit dem ich Gott einlade in mein Leben. Jesus einlade und sage, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mich trägst, auch da, wo es schwierig wird. Und dieses Gebet heißt so, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Wir hören ein Lied, lade Sie ein, darüber nachzudenken, ob das Ihr Gebet sein könnte heute Abend. Und dann möchte ich nach dem Lied dieses Gebet mit Ihnen gemeinsam sprechen. Ah. Die Augen, schau Gott an. Dein Herz weiß längst, dass es das kann. Ein heiliger Moment, denn Gott ist wirklich hier. Seine Liebe ist ganz nah bei dir. Ah. Schau nach dir.
Jemand hat einmal gesagt, Gott ist ein Gentleman. Gott drängt sich nicht auf. Aber Gott wartet, bis wir ihm die Tür öffnen. Und genau das ist der Fall. Er hat auf dich gewartet. Und die Möglichkeit, diese Tür zu öffnen, ist, dieses Gebet zu sprechen und Jesus einzuladen in unser Leben. Und ich lade Sie ein, dieses Gebet zu Ihrem Gebet zu machen. Es vielleicht laut oder leise zu beten, Hauptsache von Herzen. Und mit diesem Gebet laden wir Jesus ein und sagen, bitte komm herein in mein Leben. Und ich bitte dich, dass du das Fundament meines Lebens bist, das mich trägt, da wo es schön ist und da wo es hart ist. Ich lade Sie ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen. Mit allem, was ich bin und habe, danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Und das ist so. Gott lässt sich nicht zweimal bitten. Wenn wir ihn einladen, dann kommt er und er freut sich, mit uns zu leben. Und mit anderen Christen gemeinsam Gemeinschaft zu haben, das Leben zu teilen und zu erleben, dass er ein starkes Fundament ist für unser Leben. Dieses Thema, das wir heute Abend behandelt haben, ist ein schweres Thema und vermutlich wurden nicht alle Ihre Fragen behandelt oder beantwortet. Ich lade Sie herzlich ein, Kontakt mit uns aufzunehmen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind Sie selbst in einer schwierigen Situation und wo wir helfen können, werden wir das gerne tun. Vielleicht haben Sie dieses Gebet gesprochen und suchen Anschluss an eine christliche Gemeinde. Auch dazu melden Sie sich gerne und wir helfen Ihnen, einen Kontakt zu bekommen zu einer Gemeinde in Ihrer Nähe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gute Gedanken und Gottes Segen.